Oh, ist das scharf. Ist das scharf? Was ist scharf? Ach so, ja, das habe ich vergessen zu sagen. Ach so, Entschuldigung. Oh, Eier. Ach so. Warte mal, das was habe ich ja ganz vergessen. Ah, Mist, die Pierogi sind scharf. Ein Problem. Ja, wahrscheinlich stehen die Nummern dafür da drauf, oder? Aber was ist denn wie scharf? Ja, und ich habe die 5. Ja, rate mal, 1 bis 5. Oh, oh Gott, du hast die 5 genommen. Oh Gott. Aua. Oh, gib mal Creme Fraiche, bitte. Oh ja, gib mal mehr Trüffel. So, wir haben hier noch Milch und da hinten ist Sojamilch, falls ihr wollt. Richtig Olli, was gab's denn bei dir zu Hause immer so zu essen? Lapskaus. Und das gab es ganz oft in meiner Kindheit. Und seitdem mag ich das sehr gerne. Ich finde das wirklich, wirklich köstlich. Es sieht aus wie Kotze mit Blut drin. Aber es schmeckt viel besser. Das ist eins meiner Lieblingsgerichte. Dann würde ich mich zu dir mal einladen irgendwann bei Gericht. Ich würde für dich das kochen, wirklich. Das finde ich toll. Haben wir ein Date, also ein Kochdate? Gerne. Ja? Gerne. Oh, oh. Gerne, die Leute gerne, sind gerne. Zeuge. Die Leute ich werde dir Zeuge. So jetzt hinterherlaufen. Lass es jetzt einfach. Machen wir. Fari, was gab es bei dir zu Hause? Was bei mir zu Hause? Leidest du so sehr? Sind es Tränen oder Steine unter deinen nee, Augen? Das ist, oh, ist alles gut. bei mir, nee, meine Mutter ist die beste Köchin der Welt. Und die macht so Fusion. Wie mein? Unglaublich. Ja, es ist ein Traum. Ich bin im Paradies. Sind die Soßen okay. auch groß geworden? Das Essen, oder? Alter, das ist das für Hölle! Boah! Warte, ganz kurz, ich will nur einmal, dass jemand weiß, dass wir hier keinen Scheiß machen. Ich nicht. Ah, ja. Wer verträgt Scheiß? Hey, warte, die müssen wer ins Krankenhaus. Ich bin das nicht. Alter. Welches war's denn? Oh, ich kotze gleich. Das, oh. Nee, das war Rote Beete. Was ist das? Weil ich habe eine Verantwortung, auch den Menschen. Oh. Ja. Oh, shit, ich schwitze überall. Ich auch. Arschloch. Der hat Arschloch gesagt. Der hat Arschloch zum Publikum gesagt. Arschloch, hat er gesagt. Goldene Regel im Showbusiness, lieber einen Freund verlieren, als einen Gag nicht bringen. Ja, vielleicht in deiner eigenen Show, aber nicht in meiner. Das bedeutet... Na. Ich hab echt nicht auf dich gesetzt, dass du davon Gebrauch hast. Also ich hab nicht gepetzt. Ich wäre froh, wenn ihr mir jetzt mal zuhört. Okay, wir hören jetzt zu. Das ist Jokos wahres Gesicht. Das ist ganz toll. Wir machen jetzt weiter, passt auf. Also. Eure Eltern haben bestimmt wie meine geschimpft, wenn ihr am Wochenende noch vor dem Frühstück vor dem Fernseher gesessen habt, um Cartoons zu gucken. Oh ja. Oh ja. Heute zahlt sich das damals passiv erworbene Wissen aber aktiv für euch aus. Denn im folgenden Quiz ist euer Cartoon-Wissen gefragt. Das Quiz heißt Scooby Who? Mm. Scooby Who? Nicht weinen, nicht weinen. Pass auf, ich zeige euch gleich Hauptfiguren aus beliebten Cartoons, ja? Und ihr müsst mir sagen, aus welchem Film oder welcher Serie diese sind. Die Figuren sehen allerdings nicht ganz so aus, wie Gott Fari leidet, wie ihr sie eventuell kennt. Und nach kommen dann immer mehr Charaktere auch dazu, ja? Also muss nicht bei wie werden die denn sein. Gezeigt? Also was? Simpel dargestellt. Was heißt simpel? Das wirst du sofort sehen, wenn wir das Spiel spielen. So wie du. Wenn ihr glaubt, die Antwort zu kennen. Ich höre dir zu. Dann buzzert ihr. Aber ihr habt ja keinen Buzzer. Ja. Aber zum Glück haben wir ja scharfe Pierogi. Oh nein. Bei mir schwindelt. Was? No way. Bedeutet. Nein. Jeder nimmt sich ein paar Pierogi auf seinen Teller und wenn er antworten möchte, muss er einmal ein bisschen abbeißen. Der Erste, der abbeißt, darf dann als erstes antworten. Das hättest du mal vorm Essen sagen können. Ja, du hast einfach losgelegt. Ey, wirklich, Leute. Ihr wisst nicht, was ihr macht. Bitte ich frag kein Schaf. Ich auch nicht. Mir ist schwindelig. Wir schlafen dann immer die Arme ein. Liegt ihr richtig, gibt es einen Punkt. Liegt ihr falsch, gibt es keinen Punkt. Und ihr seid für diese Runde gesperrt. Darf ich ganz kurz fragen? Und die anderen dürfen nachziehen, okay? Okay. Wo? Pass auf, guckt hin. Welchen Cartoon suchen wir? Na. War das Abbeißen? Ja. Warum isst du denn? Ah ja. Du bist so dumm, Alter. Fari, du hast abgebissen, es tut mir leid. Was ist das denn jetzt für ein Comic? Super Mario. Das ist leider falsch. Du bist gesperrt, die anderen können nachziehen. Ich wollte nicht lösen, ich wollte nur essen. Das riecht schon scharf. Oh Scheiße, jetzt weiß ich. Fari ist leer.
Joghurt auch im Mund. Ja, Joghurt. Ich hab's im Mund. Sie haben gebuzzert. Das ist die falsche Antwort. Ich hab's im Mund. Ich hab's euch gesagt, wirklich. Was heißt denn so? Ich hab zuerst gemacht. Das müsste South Park sein. South Park? Oh, ey, Alter. Alter, die Vier ist schon so scharf. Oh, ja. Ist abgebissen umsonst. Der Käse ist nicht scharf. Hier ist die Auflösung. South Park ist richtig. Es hat sich gelohnt. Ich hab's aber lieber. Ah, jetzt. Also, ich dachte, was hat die Farben? Hier ist der nächste Cartoon. Welchen Cartoon suchen wir? Sieht immer aus wie Super Mario mit diesen Steinen. Sieht immer aus wie South Park, finde ich. Olli hat einen Buzzer, sehr gut. Hast du gebuzzert? Nein, Mann. Nee, noch nicht. Ich überleg's mir auch gut zu buzzern, ey. Fari? Fari hat gebuzzert? Flintstones. Ja, wahrscheinlich. Fari, es war falsch, du bist gesperrt, es tut mir leid. Ich bin so dumm. Du hast umsonst abgebissen. Das sieht aber überhaupt nicht aus wie Flintstones. Es geht weiter für euch. Ja. Kennt man. Den kennt man. Laura war die nächste. Ich war die Erste. Oh Mann, ich fress hier die ganze Zeit die Scheiße und mir brennt mein Maul. Mann! Lolli. Olli, wir sind hier bei einem ganz feinen Abendessen. Das mache ich auch im Restaurant, deswegen habe ich auch ein viel Hausverbot. Das mache ich vor allem im Grill Royal genauso.